Der Radio Regenbogen Campus Report. Vincent van Gogh und Ludwig van Beethoven. Viele Menschen haben mit diesen großen Künstlern eines gemeinsam. Sie haben Migräne. Oftmals ist es die Betroffenen völlig außer Gefecht. Hat man regelmäßig Kopfschmerzen, sollte man bei einem Arzt die Ursachen abklären lassen, bevor täglich Tabletten eingenommen werden. Ansonsten kann das schlimme Folgen haben. Antis Soramies berichtet. Dass man mal Kopfschmerzen hat, ist an sich nichts Schlimmes. Ein bisschen Ruhe und am nächsten Tag ist alles wieder okay. Bei Migräne oder Spannungskopfschmerzen sieht das Ganze anders aus. Da ist man richtig krank und wird völlig aus der Bahn geworfen. Betroffene brauchen dringend professionelle Hilfe, sagt Dr. Michael Fritz, Leiter des Schmerzzentrums am SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach. Sobald man sich durch diese Kopfschmerzen regelmäßig in seinem normalen Leben beeinträchtigt fühlt, regelmäßig muss da nicht heißen, jeden Tag. Es würde schon reichen, wenn man beispielsweise einen Migräneanfall einmal in der Woche hat, der dann aber 2 Tage dauert. Spätestens dann sollte man sich zu einem Neurologen oder Schmerztherapeuten begeben. Schmerzmittel verursachen als Nebenwirkung Kopfschmerzen. Das klingt paradox, aber bei übermäßigem Gebrauch wird tatsächlich alles noch schlimmer. Letzten Endes ist es sehr schwer, einen Ausgang aus diesem Dilemma zu finden, weil schließlich hatte man ja mal eine Ursache, Schmerzmittel zu nehmen und bleibt auf dieser Schiene und denkt, ich habe einfach das falsche Schmerzmittel oder ich habe zu wenig Tabletten. Der erste Schritt ist immer erst die Information, die Aufklärung. Letzten Endes heißt ja die Lösung, ich muss weniger Schmerzmittel nehmen, um weniger Kopfschmerzen zu haben, was ja in sich erstmal ein Widerspruch wäre. Bei Kopfschmerzen ist es wichtig, nicht die Schmerzen als Symptom zu bekämpfen, sondern die Ursache, und das geht nur interdisziplinär, sagt Dr. Michael Fritz, Leiter des Schmerzzentrums am SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach. An Behandlungen wäre da die psychologische Betreuung, dann eine Entzugsbehandlung. In jedem Falle sind viele Abteilungen notwendig, um einen guten Erfolg zu haben. Schließlich hat zum Beispiel der Kopfschmerz mit einem Medikamentenübergebrauch eine Rückfallquote von ungefähr 30% innerhalb des ersten Jahres, sodass man sehr viel Wert auf eine sehr, sehr professionelle und vor allen Dingen auch langdauernde Behandlung legen sollte. Mehr Infos gibt es unter klinikum-karlsbad.de. Antis Soramies, Campus Report.